Mein Name ist Nadine Bachmann und ich war im Naturzentrum Neracheried. Ich habe mich für das Museum entschieden, weil ich etwas Neues wollte erfahren, etwas Neues lernen durch die Möglichkeit, die mir das Projekt geboten hat. Und ja, ich wäre ja auch nicht in meiner Freizeit nach Zürich gefahren, wahrscheinlich auch nicht für etwas, wo ich sonst nicht wirklich viel damit zu tun habe. Und deswegen habe ich gefunden, das ist eine gute Möglichkeit. Ja, mich hat fasziniert, nachdem ich im Museum gesehen bin, hat es mich sehr fasziniert, das Engagement von diesen Leuten, von der ganzen Organisation dort im Museum. Also, wie sie über die Sache dort geredet hat. Das Museum handelt ja vom Flachmoor. Also, es ist zum Flachmoor gebaut worden, wo dort in Neracheried ist. Und im Museum selber ist eine Ausstellung zum Flachmoor. Also, es werden Informationen über die Tiere, die dort leben und die Pflanzen, die dort wachsen, vermittelt. Und generell, wie das Aufbau war, ich habe mich dort sehr wohl gefühlt. Es sind nicht so die klassischen hohen, weißen Wände, die man vom Museum kennt, sondern es ist eher klein. Und ich habe es gemütlich gefunden dort. Und generell auch die Ausstellung war sehr interaktiv. Man konnte etwas hören, einen kleinen Film schauen, Sachen anlängen oder auch lesen, je nachdem, was man wählen hat. Oder man konnte auch nur wenig lesen. Oder viel, es war sehr individuell aufgebaut. Dann hat es natürlich auch einen Außenbereich gehabt, wo man hätte können das Flachmoor anschauen können. Also die eigentliche Attraktion vom Museum, und zwar in so kleinen Hütten, hat man mit Felsstechern die Vögel beobachten können. Das hat mich sehr beeindruckt, weil ich so etwas noch nie erlebt habe. Die Arbeit, die ich aus dem heraus entwickelt habe, ist das hier. Und zwar heisst sie konserviert. Ich habe aufgrund von dem Engagement der Leute dort, die das Flachmoor von der Außenwelt beschützen, also von zum Beispiel der Autostrasse, die mitten durchs Flachmoor durchfährt und Tiere umbringt und auch durch die Abgase im Moor und der Vegetation schadet, dem Ganzen beschützen und helfen vom Moor. Aufgrund von dieser Emotion bin ich auf Imachgläser gekommen. Und zwar, weil ich persönlich und ich glaube, so generell verbindet man das mit dem Konservieren und Schützen und Einfangen, Aufbewahren von etwas. Und meine Idee war, dass ich so Imachglas nehme und Teil vom Museum, den ich dort gesehen habe, meine eigenen Eindrücke, aber auch generell Aspekte von dem Museum in diesen Gläser einfangen und beschützt vor der Außenwelt. Ja. Und zwar sind für mich Aspekte eben von dieser Autostrasse sehr rausgestochen. Also das hat mich so, wieso baut man eine Autostrasse mitten durch ein riesengroßes Flachmoor? Das war mir nicht ganz eingeleuchtet. Dann unter anderem auch die Wissensvermittlung, die dort stattfindet. Also es sind so viele Informationen gewesen, es war ein recht kleiner Raum gewesen und man konnte so viel erfahren und das habe ich sehr beeindruckend gefunden. Aber auch das Veranschaulichen für außenstehende Personen, die dort hinkommen und Vögel verschiedenster Arten können anschauen, aber nicht einfach so auf einem Bild, sondern so wirklich in der richtigen Umgebung. Also klar sieht man auch Vögel draussen, aber auf dieser speziellen Art. Wie aber auch der generelle Kreislauf, der dort stattfindet, immer selber zwischen den Tieren und den Pflanzen untereinander, aber auch zwischen Mensch und Tier und generell die Interaktion. Und ja, dabei ist das entstanden.